Assalamu alaikum, marhaban, meine lieben Geschwister und Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt fleißig geübt. Heute haben wir ein neues Thema, und zwar Ismu Tafdil, die Steigerungsform. Gucken wir zum Beispiel. Wir möchten sagen, die Sonne ist größer als die Erde. Dann benutzen wir Kabura, das Verb größer werden. Denn jedes Wort kommt vom Verb. Kabura ist das Verb. Und das müssen wir dann wiegen. Oder wazn auf die Waage von af'al. Und somit sagen wir dann, Eschemsu, die Sonne, ist größer, akbaru, min al-ard, als die Erde. Wir können nicht alle mit der Steigerungsform benutzen. Es gibt einige, die man nicht benutzen kann. Und zwar, hier das erste Beispiel. Kana ar-rajulu qasiran. Der Mann war kurz oder klein. Kana gehört zu den af'al an-naqisa, eine bestimmte Art von Verben, die man hier nicht benutzen kann für die Steigerungsform. Was die kana wa akhwatuha sind, lernen wir in Nahu, inshallah. Ein anderes Beispiel oder eine andere Art von Verben ist zum Beispiel wie asa, ich hoffe, an tanjaha hadhihi sana, dass du dieses Jahr gewinnst. An tanjaha, dass du gewinnst. Hadhihi sana, dieses Jahr. Asa kann man nur in der Vergangenheit benutzen und nicht in der Gegenwart oder in der Befehlsform. Und deswegen kann man den auch nicht in der Steigerungsform umwandeln oder konjugieren. Das letzte für heute ist zum Beispiel die Wörter, die ala wazn af'al sind, die genauso in dieser Form sind, von af'al, wie ahmar, rot. At-tufahu ahmar, der Apfel ist rot. Den kannst du auch nicht in der Steigerungsform benutzen. Jetzt, wenn das Verb nicht drei Buchstaben hat, oder vielleicht einer von diesen ist, was kann man dann machen? Einige kann man dann eben nicht benutzen und andere, da kann man zum Beispiel ekthar, mehr, oder eshed, stärker, benutzen und dann nachher den Infinitivform hinzufügen. Wie zum Beispiel hier, hadha tufah, dieser Apfel, ektharu ihmiraran, ist mehr roter min al-akhar, als der andere. Wir haben den Apfel erwähnt und dann nachher mehr roter genommen, weil ahmar ist eigentlich in derselben Form von af'al. Und deswegen haben wir dann vom Verb hamura den Infinitivform genommen, was wir noch lernen werden. Was hier zum Beispiel ihmiraran ist. Und dann haben wir eben gesagt, mehr als der andere. Min al-akhar. Und das kann man mit Verben auch machen, die zum Beispiel 4 Buchstaben, 5 oder 6 Buchstaben haben. Versuchen wir alles zusammenzufassen. Ist das Verb oder hat das Verb 3 Buchstaben, dann haben wir 2 Sachen, die wir machen können. Entweder wir wiegen es, ala wazn af'al, also genauso wie af'al, wie wir es ganz am Anfang gemacht haben, oder wir machen das, was wir hier jetzt gerade gesehen haben. Wir fügen ekthar oder eshed, mehr, und dann nachher das Infinitiv von dem Verb. Gehört es aber zu den Verben, die man nicht konjugieren kann, wie zum Beispiel asa, was man nicht zur Gegenwart umwandeln kann, oder Befehlsform, dann können wir damit nichts machen. Genauso kana wa akhawatuha, kana und ihre Brüder, die wir nachher lernen möchten, werden, die kann man auch nicht hier benutzen. Und ebenso die Wörter, die ala wazn, die genauso wie af'al sind, wie ahmar, die kann man auch nicht benutzen. Ist das Verb oder hat das Verb mehr als 3 Buchstaben, wie 4, 5 oder 6, dann haben wir nur eine Variante. Und zwar fügen ekthar oder eshed hinzu und dann nachher den Infinitiv. So, das war unser Unterricht heute und hier eine kleine Hausaufgabe. Jetzt haben wir 5 Sätze. Der erste Satz, at-tilfazu, der Fernseher.
استخدم oder اكثر استخداما من الجريدة ist mehr benutzter als die Zeitung. Welches Wort nehmen wir? Bei der zweiten oder bei dem zweiten Satz الرسمة, das Bild, أكثر جمالا oder أجمل من تلك, ist mehr schöner oder ist schöner als das andere. Was kann man hier benutzen? Der dritte Satz, لون البحر, die Farbe des Meeres, أزرق oder أكثر زرقا من لون السماء, ist mehr blauer als die Farbe des Himmels. Der vierte Satz, الدكتور أذكى أو أكثر ذكاء من الطالب, der Doktor, der Professor, ist klüger oder einer von den beiden, أذكى oder أكثر ذكاء, also ist klüger, من الطالب, als der Schüler. Und der letzte Satz, الأرنب, der Hase, أسرع أو أكثر سرعة, ist schneller, und hier müsst ihr wählen, welcher das ist, من السلحفاة, als die Schildkröte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was Neues gelernt. Ich hoffe auch, dass ihr die Hausaufgabe schön fandet und dass sie einfach ist und dass ihr auch davon profitiert. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video und bis dahin auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.